Die volle Funktionalität des E-Scans steuern Sie durch zwei Tasten, die Scan-Taste und die Lösch-Taste. Bei Bedarf können Sie mit der Lösch-Taste einen bestehenden Artikel erneut scannen, um ihn aus dem Speicher des Scanners zu löschen. Mit unseren USB-E-Scannen haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Bestellung aufzugeben. Zum Beispiel vom Barcode direkt auf dem Artikel oder Produkt. Sie können einen Bestellordner nutzen, um die Bestellung abzusetzen, oder bei Bedarf direkt am Arbeitsplatz den Bestand auffüllen. Um nun Ihre Bestellung vom E-Scan in den Shop zu übertragen, nutzen Sie bitte das dem Scanner beigelegte USB-Kabel. Verbinden Sie dieses mit einer freien USB-Schnittstelle an Ihrem Rechner. Verbinden Sie nun den Scanner mit dem Kabel. Und jetzt lassen sich die Daten am Rechner ohne weitere Softwareinstallation in den Shop übertragen. Um jetzt Ihre Bestellung vom E-Scan in den E-Shop zu übertragen, öffnen Sie Ihren Windows Explorer. Dort suchen Sie nach dem Laufwerk Barcode Scan und starten in diesem Laufwerk die Hoffmann.exe. Es öffnet sich ein Browserfenster und hier geben Sie bitte Ihre E-Shop-Zugangsdaten ein. Wir senden das Formular ab und landen direkt im Warenkorb mit Ihrer Bestellung. Bitte beachten Sie, dass, um eine Doppelbestellung zu vermeiden, die Daten nach der Übertragung auf dem Scanner gelöscht sind. Im Warenkorb haben Sie nun alle Möglichkeiten, Ihre E-Scan-Bestellung zu modifizieren. Geben Sie einfach eine neue Menge ein, schreiben Sie eine Bemerkung zum Artikel oder weisen Sie eine Kostenstelle hinzu. Bei Bedarf können Sie den Artikel auch einfach löschen. Nachdem Sie den Warenkorb Ihren Bedürfnissen angepasst haben, schließen Sie die Bestellung ab, indem Sie auf Weiter klicken. Um Ihre kommenden Bestellungen mit dem E-Scan weiter zu beschleunigen und noch zu vereinfachen, können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort auf dem Scanner speichern. Dazu öffnen Sie folgendes Menü. Hier tragen Sie bitte einfach den Benutzernamen und das Kennwort ein. Bei Bedarf können Sie sogar die Benutzersprache ändern und speichern es ab. Damit entfällt für Sie in Zukunft ein erneutes Einloggen in den E-Shop. Eine weitere Möglichkeit ist, eigene Barcodes zu drucken. Wählen Sie dazu Ihren Wunschartikel im E-Shop aus, fügen diesen einfach einer Artikelliste hinzu. Rufen Sie diese Artikelliste auf und dort finden Sie die Möglichkeit, den Barcode direkt auszudrucken. Die lange Laufzeit verdankt der E-Scan einem eingebauten Akku, den Sie jedes Mal laden, wenn Sie mit dem Kabel verbunden sind. Den maximalen Ladezustand erkennen wir durch ein grünes Licht. Auf der Corporate-Webseite der Hoffmann Group finden Sie die neuesten Treiber-Updates für Ihren E-Scanner und Bedienungsanleitungen in allen Sprachen. Wie Sie sehen, funktioniert der E-Scan extrem einfach und hilft Ihnen täglich. Sollten Sie aber dennoch mal in einer Sackgasse landen, helfen zwei einfache Regeln. Schließen Sie jeden Browser und achten Sie darauf, dass Sie aus dem E-Shop ausgeloggt sind. Zudem prüfen Sie bitte, ob Sie in Ihrem Rechner einen Standardbrowser installiert haben.